Warum ist es so wichtig, die Gesundheit von Mensch, Tier und Umwelt ganzheitlich zu betrachten? Ein ganzheitlicher Ansatz ist außerordentlich wichtig im Einklang zwischen Mensch, Tier, Natur und Umwelt, hier One Health auch tatsächlich zu leben. Wenn man bedenkt, dass 3/4 aller neuen Infektionskrankheiten tierischen Ursprungs sind, wenn wir uns die dramatischen Auswirkungen der Klimakrise ansehen, Lebensräume für Tiere verschwinden, gleichzeitig Arten völlig von der Bildfläche verschwinden, dann ist es wichtig, hier mit unterschiedlichen Disziplinen ans Werk zu gehen, interdisziplinärer Ansatz und vor allem exzellente Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus aller Welt. Was gibt Ihnen in Ihrer Forschung Hoffnung, dass wir zukünftige Pandemien besser meistern können? In dem One Health-Konzept arbeiten wir über verschiedene Disziplinen hinweg. Das heißt, Kolleginnen und Kollegen aus der Humanmedizin, der Tiermedizin und den Umweltwissenschaften sowie Sozialwissenschaften arbeiten eng miteinander zusammen, definieren Themenfelder, erkennen Probleme und versuchen zusammen Lösungen zu finden. Welchen Zusammenhang gibt es zwischen Ihrer Arbeit und dem One Health-Konzept? Meine Arbeitsgruppe und mein Institut beschäftigen sich mit Infektionskrankheiten, die durch Erreger ausgelöst werden, die es im Tierreich gibt, also sogenannte Zoonosen. Zoonosen sind Erkrankungen, die ihr Reservoir im Tier haben. Das sind zum Beispiel Erkrankungen wie das Ebola-Virus oder auch Coronaviren wie das MERS-Coronavirus, Middle East Respiratory Syndrome. Wir entwickeln Impfstoffe gegen diese Erkrankungen und insofern ist das One Health-Konzept für meine Arbeit auch sehr wichtig. Können wir durch unser tägliches Handeln zu mehr One Health beitragen? One Health beinhaltet ja auf der einen Seite die menschliche Gesundheit, dann die Tiere und die Umwelt. Und wir Menschen können zumindest die Umwelt schützen, beispielsweise indem wir versuchen, den Klimawandel zu begrenzen. Da ist jeder und jede von uns gefragt. Man kann Energie sparen beispielsweise, man kann auch versuchen, anders mobil zu sein. Gerade in einer Stadt wie Hamburg gibt es ja tolle öffentliche Verkehrsmittel. Und insofern gibt es viele Möglichkeiten, für jeden Einzelnen, für jede Einzelne etwas zu One Health beizutragen.